und herzlich willkommen zu einem neuen Filmchen von mir. Ich möchte heute gerne mit euch den Bärlauch weiterverarbeiten. Dazu habe ich mir überlegt, ein Bärlauch-Faltenbrot zu machen. Wir benötigen 250 Gramm Wasser, einen Viertelwürfel Hefe, etwas Honig, so circa einen Teelöffel, 50 Gramm Bärlauchbutter, ein Ei, einen Teelöffel Salz und 625 Gramm Mehl Typ 550. Als allererstes geben wir Wasser, Hefe und Honig in den Mixtopf. Und das Ganze wird, weil ich habe gefrorene Hefe, für 3 Minuten auf 37 Grad Stufe 1 erwärmt. Meine Hefe hat sich jetzt schon aufgelöst. Jetzt kommen alle restlichen Zutaten dazu. Einmal die Bärlauchbutter. Dann das Mehl. Oh, ich hoffe, ich sau jetzt nicht. Das Ei. Und das Salz. Wichtig ist, dass ihr das Salz nicht mit direkt in das Hefewasser gebt, einfach damit die Hefe gleich vernünftig arbeiten kann. So, dann nehmen wir Salz dazu. Und jetzt wird das Ganze für 2,5 Minuten auf der Teigknetstufe verknetet. Mein Teig ist geknetet. Ich habe mir hier schon eine Edelstahlschüssel umgefüllt. Ich zeige euch mal, wie der Teig aussieht. Also er sieht mega aus. Den werde ich jetzt einmal hier in meine Schüssel geben. Der kommt auch bis auf so zwei Kleinigkeiten komplett raus. Also ist ein mega, mega toller Teig. Ich werde jetzt den Teig aber einmal noch mal kurz zu so einer Kugel formen. Jetzt geht der hier bei mir in die Form, also bei mir in die Schüssel rein. Hier kommt jetzt der Deckel drauf und dann lasse ich das Ganze so eine gute Stunde gehen. Ja, ihr Lieben, mein Teig durfte jetzt aufgehen. Ich habe meine Bärlauchbutter, den Link dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Die habe ich mir auch schon zurechtgestellt. Hier könnt ihr sehen, dass da wirklich ein schönes Mikroklima entsteht in der Schüssel. Ich werde jetzt als allererstes einmal kurz meine Arbeitsfläche so ganz kleines bisschen bemehlen. Dann hole ich den Teig einmal aus der Form. Obendrauf gebe ich auch nochmal so ein kleines bisschen Mehl drauf. Und der wird jetzt rechteckig ausgerollt. Ich habe meinen Teig jetzt rechteckig ausgerollt. Jetzt gebt ihr die Bärlauchbutter da einfach oben drauf. Verteilt sie so entweder mit einem Streicher oder bei mir ist es jetzt einfach so ein Spatel. Ich habe jetzt alles komplett bestrichen. Ich werde mal schauen, ob ich das Ganze hier in unserem Zauberkasten backen kann, ob das von der Größe her reicht. Das Ganze wird jetzt so in circa 10 cm dicke Streifen geschnitten. So, und jetzt wird das Ganze gefaltet. Da könnt ihr von oben anfangen. Hoppala. Ihr könnt aber auch von unten anfangen, wie ihr möchtet. Ich schaue mal, wie das bei mir jetzt so am einfachsten klappt. So. Und dann sieht das bei mir, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, so aus. Und das stelle ich dann jetzt einmal hier in meinen Zauberkasten rein. Ja, ich habe jetzt alles in meiner Form drin. Es steht nicht hundertprozentig gerade, das muss auch nicht. Ich werde das Ganze jetzt einmal noch mit einem Geschirrhandtuch abdecken und darf so circa 30 Minuten lang gehen.
In den letzten 10 Minuten, Viertelstunde circa, werde ich den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und dann kommt das Ganze für circa 45 bis 55 Minuten in den Backofen. So ihr Lieben, mein Kräuterfaltenbrot ist aus dem Ofen gekommen. Es sieht mega lecker aus. Ich habe es auch schon abkühlen lassen, denn ich habe es schon fotografiert. Und wir werden das jetzt mal zusammen probieren. Es schmeckt wirklich mega lecker. Mein Hund sitzt auch schon direkt hier parat. Hier darfst du auch ein kleines Stückchen. Die sitzt auch schon parat. Ihr scheint es auch zu schmecken. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das Foto hänge ich euch natürlich wie immer hinten an. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.